Die sechste Etappe, sie wird mehr Klarheit bringen. Wer sind die großen Konkurrenten? Wer hat das Zeug, um den Gesamtsieg zu fahren? Die Antworten auf der Planche de Belfi, zum vierten Mal Etappenziel seit 2012. Es gibt drei Bergwertungen der Kategorie 1. Eine starke Fluchtgruppe formiert sich, zu ihnen gehören 14 Fahrer. Der Träger des Bergtrikots ist dabei Tim Wellens, auch sein Teamkollege und Freund Thomas de Gendt von Lotto Soudal. Dylan Teuns und Serge Pauwels fahren mit, Ciccone und Bernard von Trek Segafredo, aber auch drei Deutsche, Polit, Arndt und André Kreipel. Das Feld lässt sie ziehen. Der Vorsprung wächst auf über 7 Minuten an. Die erste Bergwertung des heutigen Tages am Markstein. Wellens räumt die 10 Punkte ab. Er wird das Bergtrikot in die nächste Woche mitnehmen. De Koenig Quickstep bleibt ruhig. Sie kontrollieren, als es hinaufgeht zum Ballon d'Alsace. Dort, wo Eddy Merckx seinen ersten von 34 Etappensiegen feierte. 60 Kilometer vor dem Ziel wird für einige Ausreißer die Chance auf den Tagessieg, einen legendären Realer. Nochmal 10 Punkte für Wellens, das Bergkonto steigt an. Movistar formuliert sich nun, jetzt steigt das Tempo im Hauptfeld. Alejandro Valverde bestimmt das Tempo und der Vorsprung der Ausreißer nimmt nun ab. Thomas de Gendt versucht es nun im Solo. Wir sind am Col de Chèvre, bis zu 18% steil. Er hat 30 Sekunden Vorsprung auf seine ehemaligen Mitstreiter. Das Feld kommt weiter heran. Es sind noch 5 Minuten bis zur Spitze. Vor der Bergwertung ist de Gendt dann aber am Ende seiner Kräfte. Jetzt übernehmen 4 Mann. Teuns, Ciccone, Wellens und Meurice. Mit 4 Minuten geht es in den 7 Kilometer langen Schlussanstieg. Und am Ende kämpfen 2 Mann um den Etappensieg. Teuns gegen Ciccone. Aus dem Feld heraus attackiert Mikel Landa für Movistar, aber der Spanier wird von Ineos wieder gestellt. Ciccone fährt nicht nur um den Tagessieg, sondern er sieht auch seine Chancen auf das gelbe Trikot. Hinten haben Mitfavoriten nun Probleme. Und dann das packende Finale zwischen Teuns und Ciccone. It's his first tour, it's his biggest career victory. And didn't he deserve it? He's conquered La Planche de Belfi. Ciccone will get there. He hasn't made it. Alaphilippe loses yellow. It's Ciccone who is the new leader. Tour-Debütant Dylan Teuns erringt einen überragenden Erfolg an einem Berg, der nun schon zu den großen Klassikern Frankreichs gehört. Nach seinem Etappensieg bei der Dauphiné feiert nun er den größten Erfolg seiner Karriere. Er gewinnt vor seinem ehemaligen Mitstreiter Ciccone und Meurice, dann Thomas und Pinot. In dieser Woche zu gewinnen, das ist unglaublich. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, aber ich habe heute wirklich auch alles gegeben. Bei Ineos funktioniert weiter die Doppelstrategie, aber anders als zuletzt, als Bernal 5 Sekunden auf Thomas herausfuhr, zeigt der Titelverteidiger nun sein wahres Gesicht und er zeigt auch, wer der Captain ist. Thomas ist nun 4 Sekunden vor Bernal im Gesamtklassement und es scheint wirklich klar, wer der Mann ist, den es in den Pyrenäen und Alpen zu schlagen gilt. Der Träger des gelben Trikots in La Planche de Belfi gewann am Ende immer auch die Tour. Jetzt trägt es Giulio Ciccone, der in diesem Jahr das Bergtrikot des Giro holte. Er liegt jetzt 6 Sekunden vor Alaphilippe. Teuns verbessert sich auf Rang 3, Thomas ist nun Bestplatzierter der Favoriten, aber Pinot ist dicht dran und Buchmann 12. In den anderen Wertungen gibt es noch eine weitere Veränderung, denn Ciccone übernimmt auch das weiße Trikot des besten Jungprofis. Wellens behält das Bergtrikot, baut seine Führung aus. Sagan liegt in Grün komfortabel vorn. Aber was für ein Tag wird das morgen für Ciccone? Morgen zum ersten Mal in Gelb auf den Straßen der Tour de France.